Hallo ihr Lieben, heute bekommt ihr sie, die lang erwartete Bücherregaltour. Ich habe schon einige Kommentare bekommen, wann ich euch mal wieder ein Update gebe von meinem Bücherregal. Ich mache das ja nur so ungefähr einmal im Jahr, weil bei mir ändert sich ja nicht so viel. Ich habe ja nur diese zwei Regale hier im Hintergrund und hier das, was hinter der Tür ist. Und ja, so viel ändert sich ja da nicht. Ich habe aber letztens was ausgemistet, ich habe Bücher rausgenommen aus dem Regal, ich habe ein bisschen umgeräumt und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch jetzt, wie mein Regal aktuell aussieht. Ich zeige euch nochmal die Bücher, ich sage nochmal was zu den Büchern. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt alles in ein Video packe oder ob ich das nochmal aufsplitte. Ich weiß auch gerade noch nicht, soll ich euch mein Subregal noch zeigen? Eigentlich habt ihr meinen Sub ja jetzt auch erst vor kurzem gesehen, aber... ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das jetzt genau mache. Vielleicht mache ich auch heute nur die zwei großen Regale und das nächste Mal kriegt ihr dann das kleine Regal und das Subregal nochmal so rein optisch gesehen. Und ich zeige euch noch die an der Wand hängen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das Ganze mache. Aber jetzt kriegt ihr auf jeden Fall schon mal vielleicht den ersten Teil oder auch den einzigen Teil meiner aktuellen Bücherregale. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe gedacht, wir fangen mal damit an, dass ich euch mein Regal einmal von oben bis unten zeige und ihr euch mal anguckt, wie das jetzt eigentlich so aussieht. Und ja, das mache ich jetzt als allererstes erstmal und zeige euch mal mein Regal. Jetzt muss ich nur mal gucken, ich habe die Kamera hier auf dem Stativ, dass ich das alles so halbwegs ordentlich hinbekomme. Einmal von oben nach unten, wobei ihr unten nicht wirklich viel sehen werdet, aber das ist oben und unten. Und so sieht das Ganze einmal aus. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Regal an und gehen einmal von oben nach unten und dann nehmen wir das Regal und gehen einmal von oben nach unten durch. Ich hebe jetzt die Kamera einfach mal hoch, dass ihr seht, was hier oben drauf liegt. Da haben wir meinen Percy Jackson Schuber und mein Liebe geht durch alle Zeiten Schuber. Ja, so heißt die Reihe. Ich musste jetzt kurz überlegen. Dann haben wir hier drüben noch Harry Potter. Ich zeige euch jetzt gleich, was oben drauf liegt, einmal alles, damit ich nicht nochmal hochheben muss. Und dann da drüben haben wir noch von Maggie Stiefvater, ich weiß nicht die Reihenbezeichnung, Nach dem Sommerruh, das Licht in deinen Augen plus das Spin-off Schimmert die Nacht. Dann daneben in diesem Pappumschlag ist ein ganz, ganz altes Pappbuch vom Ravensburger Verlag. Und da daneben ist ein selbst gebasteltes Buch, was ich von einer Freundin zum Geburtstag gekriegt habe. Sie hat versucht, ein Herz zu machen. Kommen wir zu meinem allerersten oberen Regalfach. Hier haben wir Baby Groot und meine Feya-Kerze. Ich nehme die mal weg. Dann seht ihr wieder diesen wunderschönen Aufkleber von Grisha. Da sieht man wieder so wunderschön dran, dass das ein Bibliotheksexemplar ist. Das ist ja das Buch, was mein Freund vor kurzem für mich bei eBay ersteigert hat. Eine Woche später habe ich die E-Mail vom Verlag bekommen, dass Grisha nochmal herausgebracht wird. Ich habe so geflucht, ihr glaubt das gar nicht. Was ich mir an Geld hätte sparen können, oder besser gesagt mein Freund, er hat mir geschenkt, aber trotzdem ist es halt einfach ärgerlich. Ja, Grisha 1, Goldene Flammen habe ich gelesen, den zweiten und dritten noch nicht. Aber das sind halt einfach Bücher, die können nicht ins Subregal, die müssen hier stehen. Das sind die einzigen Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die in diesen Regalen stehen. Aber ich muss sie hier haben. Ich muss auch sagen, dass ich diese Bücher ohne den Schutzumschlag einfach wunderschön finde. Wartet mal. Ich finde sie so mit Schutzumschlag schon mal mega. Aber auch ohne Schutzumschlag sehen die richtig toll aus. Wartet mal. Ich kann das euch ja mal zeigen. Das ist jetzt der zweite Teil. Und ich finde, das sieht einfach mega schön aus. Und ja. Grisha 2 und 3 muss ich definitiv noch lesen. Habe ich noch nicht. Aber den ersten mochte ich damals sehr. Aber ich denke mal, ich werde die komplette Reihe, wenn dann nochmal lesen, also den ersten auch nochmal mit. Ja, da daneben haben wir Fire and Frost vom Eis berührt von Ellie Blake. Das Buch habe ich ja vor kurzem erst gelesen. Das ist eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte und ich fand das Buch toll. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich jetzt fand, dass die Geschichte nichts Innovatives, Neues irgendwie bereitgehalten hat. Aber ich fand die Geschichte ganz cool. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Der kommt im Herbst raus und ich finde dieses Cover so wunderschön. Das ist so, so toll. I love it. Ich liebe, liebe, liebe dieses Cover. Ich finde es richtig toll. So. Dann haben wir hier meine Schätzchen, die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Wie Monde so silbern, wie Blut so rot, wie Sterne so golden, wie Schnee so weiß. Mein Lieblingsteil ist wie Blut so rot. Das ist die Geschichte von Rotkäppchen im Prinzip. Und ich liebe die Geschichte von Scarlet und Wolf. Die ist so, so toll. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ja, ich kann euch diese Bücher wirklich nur erzählen. Das sind zum einen ganz, ganz tolle Märchenadaptionen und zum anderen ganz, ganz tolle Science-Fiction-Geschichten. Also das ist hier so eine mega geile Mischung aus Märchen, Meets Science-Fiction. Und ich liebe die Luna-Chroniken und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen.
Lest sie, auch wenn der vierte Teil extrem dick ist. Also es war echt heftig, der hat über 800 Seiten, glaube ich, gehabt. Aber ich fand auch den vierten Teil richtig gut. Ich muss sagen, ich fand das Ende mega gut. Das war so ein geil gelöstes Ende und das war so eine tolle Auflösung. Also ich kann euch die Luna-Chroniken nur empfehlen. Ich ziehe die jetzt nicht alle raus, weil die Cover sehen so aus wie die Buchrücken. Also da sind einfach nur die Schuhe jetzt hier drauf in dem Fall und bei den anderen halt der Wolf, der Zopf und die Krone. Und ja, ich liebe die Luna-Chroniken. Ich kann sie euch nur empfehlen. Lest sie, sie sind ganz, ganz toll. Dann haben wir hier die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Verdammt, verloren, verliebt. Ich ziehe mal eins raus. Die Cover sehen sich alle recht ähnlich. Das sind diese Cover. Die haben mir damals sehr gut gefallen, nämlich mega angesprochen. Und ich habe auch diese Reihe damals geliebt. Gerade der erste Teil, der war so unglaublich gut. Den habe ich, glaube ich, auch gleich zweimal hintereinander gelesen. Also den habe ich echt geliebt. Der zweite war dann um einiges schwächer. Und der dritte war auch relativ schwach, der wurde aber zum Ende hin dann wieder gut. Aber an den ersten ist nichts rangekommen. Aber ich liebe diese Reihe, ich liebe, liebe, liebe sie. Ja, dann haben wir hier noch Auf immer gejagt von Erin Sommerill. Das Buch ist letztes Jahr ja rausgekommen. Und hier kommt der zweite Teil dieses Jahr im Juni, glaube ich, raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Der heißt Auf immer gefangen. Auf immer gejagt mochte ich damals auch sehr. Ich fand das Ende sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was hier jetzt noch passiert. Und ja, freue mich, wenn der zweite Teil im Sommer rauskommt. Und ja, auch hier finde ich das Cover richtig cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Geschichte ist High Fantasy und fand ich auch richtig toll. Hat mich sehr angesprochen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, damit wären wir eine Etage weiter unten. Hier haben wir jetzt meine New Adult Bücher sozusagen. Also ich habe mein Bücherregal jetzt nicht nach einem bestimmten System sortiert. Ich habe einfach versucht, das zusammenzupacken, was zusammenpasst. Das sind bis auf Palace of Glass alles New Adult Bücher. Hier steht jetzt noch meine Black Widow mit blonden Haaren. Die nehme ich mal kurz weg. Ja, hier haben wir unten Paper Swan, Ich will dich nicht lieben von Leila Etta. Hat mir mega gut gefallen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Habe ich geliebt, liebe ich immer noch, muss ich auch echt mal wieder lesen. Mega tolle Geschichte. Dann die Again-Reihe von Mona Kasten. Die kennt ihr sicherlich alle, da brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Hat mir semi gut gefallen, hat mir gut gefallen, fand ich mega gut. Dann haben wir hier den ersten Teil der Ivy Years, Bevor wir fallen von Serena Bowen. Fand ich ganz nett, hat mich jetzt aber auch nicht komplett umgehauen. Und hier haben wir jetzt noch Berühre mich nicht und Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Ich fand den zweiten besser wie den ersten. Ich finde, dass die beiden Bücher ganz, ganz toll für Einsteiger sind in das New Adult Genre. Also jeder, der nicht weiß, ob das was für ihn ist und da sich mal rantasten möchte. Ich finde, die Bücher kann man da wirklich nur empfehlen, genau wie die hier eigentlich auch. Und ja, mehr gibt es zu diesen Büchern eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, die kennt ihr eigentlich auch alle. Dann haben wir hier Vicious Love von L.J. Sheen. Das ist jetzt auch vor kurzem erst bei mir eingezogen. Ich kann es ja nochmal rausholen. Das ist das hier mit diesem richtig coolen Cover. Ich finde, das sieht mega gut aus mit dem Rauch und diesem Lila. Und ich mag es sehr. Und ja, Vicious Love hat mir auch richtig gut gefallen. Mochte ich total. Aber ist halt total unrealistisch überzogen und stereotypisch und kitschig. Und ja, man muss halt sowas mögen. Aber ich fand es halt richtig gut. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, mein einziges Jugendbuch, was hier mit rumsteht. Und oh, was ist hier oben passiert? Hier ist ein bisschen was abgegangen. Oh, verdammt. Puck. Naja, egal. Ja, hier haben wir Palace of Glass, den ersten Teil, die Wächterin. Ich fand Palace of Glass ganz, ganz toll. Ich fand diese ganze Welt, fand ich einfach cool. Und dann hat es noch in London gespielt. Und ja, ich fand es richtig toll. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Ich will den auf jeden Fall auch mitlesen. Und ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und ich fand die Geschichte gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich mag es sehr. Ich finde das Cover auch cool. Bei dem Cover ist es so, wenn man dann am Ende alle drei Bücher zusammenlegt, hat man hier so ein zusammenhängendes Ding. Sowas mag ich immer. Sowas finde ich immer toll, wenn die Verlage sich da Mühe geben. Dann haben wir hier jetzt von Brittany C. Jerry, wie die Stille unter Wasser, wie die Luft zum Atmen und wie das Feuer zwischen uns. Und ja, die sind auch in der Reihenfolge hier im Regal nach hinten geschoben, wie ich sie am liebsten habe. Am liebsten habe ich ihn hier. Kleines Schätzelein. Und ja, war auch mein Lieblingsteil bisher von der Reihe. Da kommt ja der vierte jetzt auch im Juli, bin ich auch schon mega gespannt. Wie die Stille unter Wasser war einfach grandios. Wie die Luft zum Atmen hat mir auch mega gut gefallen. Und wie das Feuer zwischen uns war, so, ja, war eine gute Geschichte, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Aber das hier habe ich total gerne gemacht. Dann haben wir hier noch die Vermont-Reihe oder True North-Reihe von Serena Bowen. Und ich ziehe euch mal eins raus. Die sehen ja sich alle ähnlich. Das sind die hier. Das ist der zweite Teil. Das ist auch mein Lieblingsteil von der Reihe. Schon immer nur wir. Hier geht es um Sophie und Jude. Und oh, ich liebe die Geschichte von Sophie und Jude. Ich fand den ersten toll. Das ist der hier.
wegen dem Feeling. Den zweiten fand ich einfach wegen der Geschichte mega gut. Und bei dem dritten war das auch wieder so eine Mischung aus Charaktere, Story und Feeling, warum ich den dritten mochte. Also ich fand die alle drei ganz, ganz toll, aber der zweite ist und bleibt mein Lieblingsteil. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Ihr müsst sie lesen. Sie ist so schön, sie ist so beautiful. Ja, also Vermont-Reihe von Sarina Bowen. I love it, love it, love it. Jo, jetzt sind wir noch ein Regalfach tiefer. Hier haben wir jetzt auch Jugendbücher. Hier haben wir Captain America, den stelle ich auch mal kurz beiseite. Hier haben wir jetzt Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack. Fand ich richtig gut, das Buch. Viele mochten das nicht, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich fand das Buch mega gut, hat mich letztes Jahr total überrascht, total umgehauen. Ich habe das geliebt, das Buch. Also, ich weiß nicht, warum es vielen nicht gefallen hat. Ich mochte es sehr. Ich fand es ganz, ganz toll, denn ich mag die Farben. Ich mag einfach so lila Farben auf Büchern. Ja, also Stormheart, die Rebellen fand ich richtig gut. Der zweite Teil ist ja für den 23. Juli noch angekündigt. Ich weiß aber nicht, ob der da nun erscheint oder nicht, weil die Bücher von Cora Carmack sind ja eigentlich alle verschoben worden wegen ihrer Krankheit. Und ja, ich bin gespannt, ob der zweite im Juli rauskommt oder nicht. Wir werden sehen. Dann haben wir hier die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf. Das ist der erste, Lieb mich nicht. Und ich habe die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf ja auch total gerne gelesen. Ich fand die ganz, ganz toll. Das sind so Jugendbücher à la Twilight. Also die sind kitschig, die sind überzogen, die sind schmalzig, die sind unrealistisch. Aber man muss halt sowas mögen, ne, dass man halt solche Bücher mag. Aber ich mag sowas halt sehr, deswegen liebe ich diese Reihe auch total. Und ja, ich kann sie euch nur empfehlen, wenn ihr auf kitschige, schmalzige Jugendgeschichten steht, dann schaut euch die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf auf jeden Fall an. Dann haben wir hier meine drei Schätzchen. Ihr werdet sie kennen, das Reich der sieben Höfe, Teil 1, 2 und 3. Ich ziehe mal den zweiten jetzt einfach mal raus. Und ja, ich liebe diese Reihe total. Das ist die beste High-Fantasy-Jugendbuchreihe, die ich jemals gelesen habe und wahrscheinlich auch jemals lesen werde. Ich liebe Feyre, ich liebe Rysand. Ich finde das einfach alles ganz, ganz toll. Ich finde die ganze Story toll, ich finde diese Welt toll. Ich bin so gespannt auf die Spin-off-Reihe. Ich glaube, mehr brauche ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich glaube, ihr kennt alle die Bücher. Und ja, ich habe aber auch tatsächlich Abonnentinnen, die mir kommentiert haben, dass sie die Reihe nicht mochten. Was ich richtig cool fand, weil ich eigentlich auch immer nur positives Feedback zu der Reihe hatte und ich dachte, es muss doch Leute da draus geben, die das nicht mögen. Wo sind sie denn? Und dann habe ich Kommentare gehabt, dass es Leute gibt, die das nicht mögen und das fand ich gut, denn man kann ja nicht immer alles mögen. Und man muss gehypte Bücher nicht mögen, Leute. Wenn ein Buch total gehypt wird und ihr mögt das nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Das geht mir auch manchmal so. So, machen wir jetzt aber hier weiter. Ich nehme jetzt Drax auch mal weg. Hier haben wir jetzt noch Diabolik Teil 1 und Teil 2 von S.J. Kincaid. Ich ziehe jetzt mal den zweiten raus. Das ist eine ganz, ganz tolle Science-Fiction-Jugendbuchreihe. Ich liebe sie. Ich finde, diese Reihe hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist halt Science-Fiction. Science-Fiction muss man halt auch einfach mögen. Aber ich liebe diese Reihe total. Ich finde auch die Cover ganz, ganz toll. Die glänzen so schön und ich finde das richtig cool gemacht. Ich bin mega gespannt auf den dritten Teil. Das Ende vom zweiten Teil hat mir mein Herz gebrochen. Es war so gemein, das Ende. Und ja, ich bin auf den dritten gespannt und freue mich da schon mega drauf. Ich weiß allerdings auch noch nicht, wann der dritte rauskommt. Keine Ahnung, habe ich auch noch keine Infos irgendwo gesehen. Und ich kann euch die zwei Bücher, Diabolik 1 und 2, wirklich nur empfehlen. Ich fand sie ganz, ganz toll. Und dann haben wir hier noch Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Die sind auch schon ein bisschen älter inzwischen. Hier schreibt die Autorin aktuell gerade den dritten Teil. Ich bin auf den dritten Teil sehr, sehr gespannt. Und ja, mal schauen, was die Geschichte noch für uns bereithält. Dieser Brimstone Bleed, dieses Rennen, um was es in diesen Büchern ja geht, ist ja mit dem zweiten Teil abgeschlossen. Aber die Geschichte hat auf jeden Fall noch Potenzial offen und da freue ich mich schon drauf, wenn hier noch ein weiterer Teil kommt. Und dann haben wir hier noch stehen mein Fanbuch zu Court of Thorns and Roses. Also das Coloring Book ist das. Auf Deutsch ist es das Fanbuch. Und ich muss sagen, hier sind richtig tolle Sachen drin. Ich kann euch ja einmal eins meiner Lieblingsbilder zeigen. Das ist das hier. Finde ich ganz, ganz toll. Und nein, ich habe noch nicht ausgemalt, weil ich Angst habe, wenn ich es ausmale, ist es ausgemalt. Also ich werde sicherlich hier noch ein bisschen stehen lassen, bevor ich da mal anfange rumzumalen. Und ja, das war mein drittes Regalfach. Ja, hier haben wir jetzt auch nochmal Jugendbücher. Hier haben wir zum einen die Deathline-Reihe von Janet Clark. Ich lasse die Cover drin, ich finde die sowieso hässlich, aber wie ihr seht, der Verlag hat das Logo geändert. Das finde ich immer so grausam, wenn die während einer Reihe das Logo ändern. Na, aber was willst du machen? Ist halt einfach so, kannst du nichts tun. Ja, also die Deathline-Reihe von Janet Clarke. Dann haben wir hier Der Himmel in sein.
Der Himmel in deinen Worten von Bridget Kemmerer. Fand ich war eine richtig süße, eine niedliche Liebesgeschichte, so für Jugendliche. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Geschichte hat zum Denken auf jeden Fall angeregt und ja, fand ich richtig gut, hat mir gut gefallen. Dann haben wir hier noch Schnee wie Asche und Eis wie Feuer von Sarah Rasch. Das ist der erste und der zweite Teil dieser Reihe. Der dritte, den habe ich noch drüben, den muss ich noch lesen. Dann hätte ich diese Reihe auch mal beendet. Werde ich demnächst wohl auch mal tun. Und ja, ich finde hier dieses Cover auch so wunderschön. Es sieht so, so schön aus. Ja, ich mag es sehr. Und ja, also Schnee wie Asche. Ich weiß noch, dass mir bei Schnee wie Asche der zweite Eis wie Feuer besser gefallen hat wie der erste. Weil der zweite war irgendwie einfach spannender und das Ende war so mega fies. Das Ende hatte so einen richtig fiesen Cliffhanger, das weiß ich noch. Und ich hoffe, dass ich bei dem dritten Teil in die Story sehr schnell wieder reinfinden werde. Nicht, dass ich hier nochmal den ersten und zweiten lesen muss, das wäre richtig blöd. Naja, hoffen wir es mal nicht. Ja, dann haben wir hier noch meine Laura Newman-Bücher. Zum einen Jonah. Ihr wisst, ich liebe Jonah von Laura. Ich kann das jedem nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das ist ein Buch, was sich nicht in ein Genre einordnen lässt. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, ja, Urban Fantasy-mäßig, aber nicht so richtig. Also nur so ein bisschen. So ein Touch. Ansonsten ist es eine Love Story. Aber auch nicht so richtig. Also es lässt sich nicht richtig einordnen. Dann haben wir hier Disney World von Laura. Hier freue ich mich schon drauf, wenn sie den zweiten Teil dann jetzt endlich fertig schreibt. Es wird Zeit, es wird sowas von Zeit. Dann haben wir hier die Nachtsonne in der alten Auflage. Ich habe mir schon hundertmal überlegt, ob ich mir die neue Auflage auch nochmal kaufen sollte. Aber ich weiß es nicht. Ich finde die Cover hier von der ersten eigentlich auch richtig cool. Ich mag die sehr. Und ja, also die Nachtsonne von Laura haben wir hier noch. Und dann haben wir hier noch Coherent und My Lovely Adip. Ich zeige Adip nochmal raus. Ich finde Adips Cover auch richtig toll. Das mag ich sehr. Ich mag auch die Geschichte bei Adip sehr. Ist eine Jugend-Zombie-Geschichte. Also die ist auch nicht eklig oder so. Also wenn ihr schon mal so Zombie-Geschichten mal lesen wolltet, schaut euch Adip auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und ich liebe, liebe, liebe sie, wie eigentlich alle Bücher von Laura. So, das ist das vorletzte Regalfach von der Höhe her. Hier haben wir auch noch mal Jugendbücher. Hier haben wir zum einen die Biss-Reihe von Stephanie Meyer. Die ist überhaupt nicht sortiert, sehe ich gerade. Die passen irgendwie so gar nicht gerade irgendwie zusammen. Es kommt der erste, dann der vierte, dann der dritte, dann der zweite. Oh je. Also die sind halt nicht sortiert, warum auch immer, ich weiß es gar nicht. Dann haben wir hier noch Mind Games von Terry Terry, das ist ein Einzelband. Und dann haben wir hier noch von der Roten Königin den ersten und den dritten Teil. Den zweiten hatte ich mir damals von Jenny ausgeborgt. Den habe ich mir noch nicht gekauft. Den muss ich mir mal noch irgendwie kaufen. Habe ich halt noch nicht gemacht. Ich fand den zweiten Teil aber auch echt, ne? Der war so Kaugummi. Ich weiß, dass ich dieses Buch nie wieder lesen werde. Deswegen möchte ich dafür eigentlich auch nicht viel Geld ausgeben. Deswegen hoffe ich eigentlich beim zweiten Teil, dass ich den mal irgendwo als Mängelexemplar oder so kriege. Dass ich dafür nicht so viel Geld ausgebe, weil wie gesagt, der zweite Teil war einfach nicht meins. Ich fand den ersten mega gut und ich fand auch den dritten wieder gut, aber der zweite war einfach so, boah, der war so langgezogen. Dann haben wir hier noch Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Und ich muss sagen, dass ich das Cover hier richtig süß finde. Das Cover zeigt eigentlich so komplett den Inhalt des Buches schon. Also man bekommt hier, wenn man weiß, worum es in diesem Buch geht, sieht man halt hier quasi die komplette Story. Das fand ich richtig gut. Ich mag das Cover sehr. Ich fand das auch mit diesen Pusteblumen richtig toll. Also die Geschichte hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Ist auch wieder so eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Und ich finde, Ava hat einfach hier so ganz, ganz tolle Worte gefunden, auch Dinge zu erklären und zu beschreiben. Ich mochte Wir fliegen, wenn wir fallen sehr und kann euch das Buch auch nur empfehlen. Dann haben wir hier Iskari, der Sturm naht von Kristen Ticcarelli. Das Buch ist ja letztes Jahr im Oktober, glaube ich, auch mit rausgekommen und ich fand das Buch auch richtig cool. Das war mal was ganz, ganz anderes. Also es ist im Endeffekt auch eine Drachengeschichte, aber die hatte mal so einen ganz komplett anderen Ansatz. Und dieses Buch ist auch so ein bisschen märchenhaft vom Schreibstil her. Also ich fand Iskari, der Sturm naht, ganz, ganz cool und ganz, ganz toll. Und ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Der kommt dieses Jahr im Oktober oder September kommt der raus. Und ja, ich bin gespannt, wie die Namsara-Reihe, wie das heißt, weitergeht. Und was mit unserer Protagonistin, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie hieß. Ascha, ja genau, Ascha, was mit ihr alles so passiert. Und ja, ich bin gespannt und kann euch Iskari wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr. So, und dann haben wir hier noch die Schwarze Zauberin von Lori Forrest. Das habe ich ja auch vor kurzem ausgelesen. Diese Reihe soll 7 Teile bekommen, was ich echt krass finde, wenn das wirklich so wäre, weil man braucht für 7 Teile echt mega krass Durchhaltevermögen. Ich finde aber, wenn es wirklich 7 Teile wären, kann ich verstehen, warum der erste Teil so
langatmig war. Also der erste Teil ist quasi wie so ein Einführungsteil. Man bekommt sehr, sehr viel erklärt, man bekommt einen Blick in die Welt, man bekommt die verschiedenen Völker gezeigt, man bekommt halt diese Dynamik mit, die zwischen den Völkern herrscht. Und es ist halt wirklich sehr viel drum und dran, was in diesem Buch erklärt wird. Und es ist halt von der Handlung her nicht so mega viel, was passiert, schon so ein bisschen, aber nicht so extrem viel. Und es ist so viel Potenzial noch in der Geschichte. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Und ja, ich bin gespannt, ob es wirklich 7 Teile werden. Wir werden sehen. Ich halt euch auf dem Laufenden. Damit wären wir dann hier unten beim untersten Regalfach. Und hier haben wir zum einen Shades of Grey liegen. Ja, ich habe alle 3 Bücher gelesen. Das waren die ersten Bücher mit Erotik, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Und ich muss sagen, dass mir damals der zweite Teil besonders gut gefallen hat. Ich fand den ersten so ein bisschen so, ah, naja, gut, komm. Den zweiten fand ich richtig gut und der dritte hat mich eigentlich auch dann sehr schnell sehr genervt. Vor allem diese innere Göttin, ne? Ich glaube, darüber hat sich damals jeder aufgeregt, über ihre innere Göttin. Und ja, aber ich habe alle 3 Teile da, ich habe sie auch alle 3 gelesen. Und dann haben wir hier noch, wohin du auch gehst und ich werde immer bei dir sein. Das ist Bad Romeo und Broken Juliet von Liza Raven. Und ich muss sagen, dass ich die Bücher auch damals total gefeiert habe, wo ich die gelesen habe. Ich glaube, wann habe ich die denn gelesen? 2015, 2016, ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her und ich fand die damals richtig gut. Die haben so richtig schöne, viele Fremdschämen-Momente drin. Da hat die Protagonistin Dinge getan, wo man gedacht hat, oh nein, bitte nicht, tu es nicht. Das ist schon irgendwie peinlich. Und ja, diese Bücher sind auch inzwischen nochmal als Taschenbücher rausgekommen. Ich zeige sie euch nochmal von vorne, denn ich fand die Cover damals richtig cool. Das mit diesem roten Herz und auf dem zweiten ist ein blaues Herz drauf, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die möchte ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal lesen. Ich fand die Geschichte von Cassandra und Ethan einfach ganz, ganz toll. Dann haben wir hier gerade Colleen Hoover, die umgefallen ist. Das ist Zurück ins Leben geliebt. Das Buch hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es besser auf jeden Fall als Will und Lycan. Also ich fand Will und Lycan war so überhaupt nicht meine Geschichte. Ich habe das Buch als E-Book damals gelesen. Das gab es mir irgendwie kostenfrei. Und jeder hat so ein Aufheben, weil ich Lycan liebe gemacht. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Das Buch hat mich überhaupt nicht angesprochen, aber Zurück ins Leben geliebt war dann schon eher meins. Das fand ich cool. Das hat mich gut unterhalten. War eine schöne Geschichte. Aber ich hatte danach auch nicht das Bedürfnis, gleich noch irgendwie extrem viel von Colleen Hoover zu lesen. Also ja, ist dann danach das einzige Colleen Hoover Buch gewesen, auch was ich gelesen habe. Es gibt noch so 2, 3 Bücher von ihr, die ich gerne mal lesen würde. Die haben jetzt aber nicht so Vorrang, dass ich sie mir sofort losrennen und kaufen möchte. Ja, also Colleen Hoover, ich bin jetzt nicht der größte Colleen Hoover-Fan. Dann haben wir hier noch die ersten 3 Teile von Throne of Glass. Das ist der dritte Erbin des Feuers. Und ich habe bei dem dritten dann aufgehört. Ganz einfach, weil mir hier im dritten Teil diese ganzen Handlungsstränge auf den Keks gingen. Und ich fand die Entwicklung von der Geschichte auch irgendwie nicht mehr so prall. Und ja, hat mir einfach nicht mehr so gut gefallen. Sina meinte aber letztens zu mir, dass der dritte Teil der bisher schwächste war von allen. Und sie fand den dritten damals auch jetzt nicht so mega gut. Und ich sollte dem vierten auf jeden Fall noch eine Chance geben. Jetzt weiß ich nicht, lese ich es noch oder lese ich es nicht. Das Problem ist, ich müsste den dritten halt, glaube ich, nochmal lesen. Zumindest grob, dass ich wieder weiß, worum es eigentlich ging. Vom ersten und zweiten weiß ich noch, was da so abging. Aber beim dritten, irgendwie habe ich mir das auch nicht so ganz gemerkt, ehrlicherweise. Naja, ich muss mal schauen, ob ich da nochmal weiterlese oder nicht. Keine Ahnung. We will see. Auf jeden Fall habe ich diese Bücher deswegen noch, weil ich mir noch unsicher bin, ob ich nicht doch irgendwie mal weiterlesen möchte. Ja, und das war das erste Regal. Und jetzt kommen wir mal zum zweiten. So, hier haben wir mein zweites großes Regal. Was oben drauf steht, hatte ich euch ja beim ersten Regal schon gezeigt. Und ja, hier haben wir quasi mein Jennifer Armentrout Regal. Hier haben wir die komplette Obsidian-Reihe und hier unten liegt noch Oblivion. Dann haben wir hier eine Kerze, die habe ich geschenkt bekommen vom Verlag. Dann haben wir hier die Dark Elements-Reihe. Das ist der zweite Teil. Der zweite ist mein Lieblingsteil von allen. Und dann haben wir hier drüben noch die Götterleuchten-Reihe von Jennifer Armentrout. Das ist dieses Schätzchen hier. Da kommt der vierte Teil ja im Dezember. Und ich freue mich schon so drauf. Und das Spin-off von Obsidian kommt ja am 30. November, heißt Revenge. Das Cover ist so mega schön. Ich liebe das Cover von dem neuen Buch und ich freue mich da schon so monströs drauf auf dieses Spin-off. Es glaubt ihr gar nicht. Ja, auf jeden Fall hier mein kleines Jennifer L. Armentrout Regalfach, was
Jugendbücher so im Hardcover-Format betrifft. Ich habe noch ein zweites Jennifer Armentrout-Regal. Kommen wir ein Regalfach weiter runter. Das ist so mein Mischmasch-Regal. Hier haben wir auf jeden Fall die Mayhem-Reihe von Jamie Shaw. Das hier ist mein Lieblingsteil. Das ist der vierte, Rock My Dreams. Und was ich ein bisschen schade fand, bei jedem dieser Bücher geht hier so ein bisschen diese Schrift einfach ab. Dieser Lack, ich weiß nicht, was das ist. Der Lack geht ab und das finde ich ein bisschen schade. Und ja, das ist die Mayhem-Reihe, fand ich richtig gut, hat mir mega gut gefallen. Wie gesagt, ich fand den ersten richtig toll. Der zweite war so gar nicht meins. Der dritte war dann mein Favorit und dann kam der vierte. Oh, der vierte Teil ist so, so toll. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Lest diesen vierten Teil. Er ist so toll. Mike ist so toll und Hayley ist so toll. Und das sind zwei ganz normale Menschen. Oh, sie sind so toll. Ja, dann haben wir hier. Ach, wir fangen oben an. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Ihr wisst, ich liebe diese Cover. Ich stelle sie jetzt einfach mal hier kurz an die Seite, dass ich an die anderen Bücher rankomme. Und ich glaube, ihr wisst auch, dass ich diese Reihe über alles liebe. Und ich freue mich schon so auf die Wellen singen, wenn der Sturm tobt im September. Das gehört zu dieser Reihe mit dazu im Übrigen. Und ich bin gespannt und freue mich da schon sehr drauf. Und werde mir die Bücher auch alle beide gleich im September holen, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier die Shatter-Me-Trilogie von Tahereh Mafi. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Ich fand die damals richtig gut, haben mich super unterhalten. Ich fand den dritten Teil am besten, war mega. Den ersten habe ich auch super geliebt, aber auch der zweite. Ich fand, der zweite war halt nicht einfach nur so ein Übergangsteil, sondern es war halt schon ein ganz, ganz tolles Buch. Also ich fand hier eigentlich alle drei Teile richtig gut. Ich liebe diese Reihe, ich fand sie toll und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich lege die mal kurz beiseite. Und dann haben wir hier noch die Angel Fall-Reihe von Susan E. Auch die liebe ich über alles. Hier haben ja auch viele gesagt, dass diese Reihe so total, naja, doof ist, um es mal nett auszudrücken, aber ich mochte sie halt einfach. Es ist halt voll mein Ding, spricht mich total an und ja, ich fand Penryn als Protagonistin so toll, die ist einfach so Kick-Ass und Raffe ist auch toll und alles ist toll und ich mag die Reihe, mehr kann ich dazu nicht sagen und ich fand es so toll, dass jetzt endlich alle drei Teile im Taschenbuch erschienen sind und man die Reihe auch komplett lesen kann. Ja, dann haben wir hier Fighting to be Free Teil 1 und Teil 2. Das sind auch so nur Adult-Bücher. Ich finde die richtig gut. Den ersten liebe ich noch ein bisschen mehr wie den zweiten. Und ja, fand ich ganz, ganz toll. Ich finde, die haben viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, diese Bücher. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich fand Jamie ganz, ganz toll. Oh, er ist so ein toller Charakter. Oh, ich finde den so toll. Ich liebe diesen Kerl. Und ja, wie hieß sie noch gleich? Ich muss noch mal gucken. Ellie hieß sie, genau. Sie hieß Ellie. Und das Ende hat mich zerstört im ersten Teil. Das war echt so schrecklich. Das war so schlimm für mich. Also ja, Fighting to be Free liebe ich auch auf jeden Fall total. Dann haben wir hier noch die Only One Night Reihe, die Erbin, Alles oder Nichts und Ein einziges Geheimnis. Hier muss ich, glaube ich, nicht sagen, dass mir die Erbin von allen am besten gefallen hat. Und ja, ich fand die Bücher auch alle richtig toll. Die haben mich alle super gut unterhalten. Den dritten fand ich auch mega gut. Ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich schwächer fand. Also ich fand den zweiten und dritten, glaube ich, gleich gut. Kam beide nicht für mich an den ersten ran. Der erste, die Erbin, der ist einfach rundum perfekt. Dann haben wir hier das zweite Regalbrett und hier haben wir zum einen die Perfekten von Caroline Brinkmann. Es möchte nicht raus, doch jetzt. So. Ich muss sagen, ich finde das Cover richtig cool und das passt so toll zum zweiten Teil. Der zweite Teil kommt dieses Jahr auch noch raus, da freue ich mich auch schon sehr drüber. Und ja, ich mag es, ich mochte das Buch auf jeden Fall total. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, ist eine ganz, ganz tolle Dystopie und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass ihr dieses Buch lesen solltet, wenn ihr Jugenddystopien mögt. Viele haben sich aufgeregt, dass es wie Panem ist, aber ich fand halt, dass es eben nicht wie Panem ist und deswegen hat es mir halt so mega gut gefallen. So, dann haben wir hier Infernale Teil 1 und Teil 2 von Sophie Jordan. Den ersten Teil fand ich so mega gut und dann kam der zweite Teil, der mit dem ersten irgendwie nicht mehr wirklich was zu tun hatte. Was ich schade fand, aber auch, ich muss sagen, die Cover finde ich auch mega schön, ne? Aber ich muss sagen, wenn man den zweiten Teil als unabhängige Geschichte betrachten würde, ne? Dass das jetzt nicht unbedingt eine Reihe ist, dann finde ich den zweiten Teil wieder richtig toll. Aber für mich hatte das halt nichts von der Dialogie. Das sind für mich halt irgendwie zwei eigenständige Geschichten gewesen. Und ich finde, man hat halt hier im zweiten Teil, hat man ja eigentlich auf diese Rebellion die ganze Zeit gewartet, aber die kam halt irgendwie nicht. Das fand ich voll blöd. Ich hatte
Rebellion haben wollen. Naja, egal. Dann haben wir hier Legend von Marilou. Das ist der erste fallende Himmel. Diese Lücke ist hier, weil ich den zweiten und dritten ja schon drüben habe, aber noch nicht gelesen habe. Die sollen dann aber damit rein. Deswegen ist hier diese Lücke. Dann haben wir hier das Juwel von Amy Ewing. Das ist der erste Teil, die Gabe. Und ich finde, diese Bücher sehen so nach kleine Mädchenbücher aus, aber die Story hat es eigentlich ganz schön in sich. Und ja, mir hat das Buch gut gefallen. Ich hatte hier nur ein bisschen Probleme mit dem Worldbuilding. Ich konnte mir immer die Größe dieser Insel nicht so richtig vorstellen. Das war damals so mein Problem. Und das zog sich so durch alle drei Teile. Ich muss sagen, dass mir das Ende vom dritten Teil gut gefallen hat. Das hatte auf jeden Fall noch Potenzial für eine Fortsetzung offen. Und ja, ich mochte diese Reihe sehr und war mit dem Ende auch super zufrieden. Dann haben wir hier Die wahre Königin von Sophie Jordan auch nochmal. Dieses Buch habe ich geliebt und dieses Buch war dann leider nicht mehr so gut. Also ich fand auch hier, der erste Teil war mega toll, der war mega gut gestartet und der zweite, da hat einfach der Kampf gefehlt, da hat einfach die Rebellion gefehlt, da hat einfach das Ende gefehlt. Also wäre der zweite ein Übergangsteil gewesen, wäre der richtig gut gewesen für einen Übergangsteil, das wäre super gewesen, es hätte super gepasst, aber als Abschluss für diese Dilogie fand ich ihn einfach zu schwach. Da hat mir einfach zu viel gefehlt am Ende, muss ich ehrlicherweise leider sagen. Aber der erste war wirklich mega gut. Mega. Ja, dann haben wir hier noch die Legende der vier Königreiche, einmal ungekrönt und vereint. Die sehen eigentlich relativ gleich aus, nur so ein bisschen die Hintergründe sind anders von den Covern und auch diese Reihe mag ich total. Ich fand ungekrönt total toll. Der erste Teil fängt gleich mit einem Mord an. Da wird erstmal eine Prinzessin umgebracht und das fand ich damals so gut. Das habe ich so gefeiert, wo ich das gelesen habe, dass es halt gleich mit so einem Ding startet und nicht so zimperlich ist. Und ja, ich mag diese zwei Bücher auf jeden Fall total. Ich freue mich auf den dritten Teil. Der heißt Besiegt. Der kommt nächstes Jahr im Februar raus. Und ja, ich bin gespannt, wie diese Reihe ausgeht und freue mich da einfach schon sehr drauf. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann ein Regalfach weiter unten haben wir Star-Lord, den stellen wir mal weg. Und mein Lesezeichen zu Das Lied der Krähen. Ich liebe es. Ich finde das so toll. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ja, dann haben wir hier Das Lied der Krähen. Fand ich mega gut. War eins meiner Jahreshighlights letztes Jahr auch. Ich feiere dieses Buch total. Das Lied der Krähen spielt in der Welt von Grisha, hat aber mit Grisha an und für sich nichts zu tun. Spielt zeitlich gesehen, glaube ich, nach Grisha. Ja, fand ich ganz, ganz toll. Ich freue mich hier auf den zweiten Teil, auf das Gold der Krähen. Kommt im September raus. Möchte ich auf jeden Fall lesen. Und ich finde diesen schwarzen Buchschnitt so toll, ne? Ich finde das ja immer cool, wenn Buchschnitte farbig sind und das ist schwarz und es ist so toll wie das ganze Buch. Ich kann euch das Lied der Krähen wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest, die ein bisschen brutaler sind und nicht so ganz so weichgespült, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. I love it, I love it, I love it. So, dann haben wir hier Constellation gegen alle Sterne von Claudia Gray. Da kommt dieses Jahr im Oktober auch noch der zweite Teil raus. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich bin gespannt, wie das mit Abel und Naomi weitergeht. Noemi, nicht Naomi. Noemi hieß sie. Und ja, da bin ich auch schon mega gespannt. Das Ende war so, oh, es war so gemein, es war so fies und man wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Und ja, ich bin gespannt. Und ja, Constellation hat mir auch richtig gut gefallen. Ist eine Science-Fiction-Geschichte, wie das Cover auch schon vermuten lässt und fand ich mega gut. Die Welt hat mir gefallen, also das Worldbuilding fand ich toll und die Charaktere fand ich toll und hat alles für mich gepasst. Mochte ich sehr. Dann haben wir hier noch die Talon-Bücher von Julie Kagawa. Da kommt im Oktober auch der fünfte und letzte Teil raus, wo ich finde, es wird langsam Zeit. Ich muss sagen, ich finde die Cover toll. Ich finde alle Cover von Julie Kagawa toll, wo diese Augen drauf sind. Die passen halt auch einfach alle so cool zusammen, ne? Plötzlich Fee und der Prinz der Elfen und Unsterblich, diese Taschenbücher. Die haben halt alle so ein krass großes Auge drauf, was richtig schön aussieht. Und ja, ich mag die Cover sehr und ich bin auf den fünften und letzten Teil schon so mega gespannt. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht und ja, freue mich da schon sehr drauf. Und ich finde aber, es wird jetzt halt echt Zeit, so nach vier Büchern, dass es endlich zum Ende kommt. Dann haben wir hier Bücher, die ihr alle kennt, denke ich mal. Wenn nicht die Bücher, dann die Filme. Die Tribute von Panem, Teil 1, 2 und 3. Habe ich gelesen, habe ich geliebt, finde ich auch immer noch mega gut. Eine der tollsten Dystopien, die ich je gelesen habe. Wird auch immer so bleiben. Ich liebe auch die Filme. Ich finde, das ist für mich die beste Buchverfilmung überhaupt. Ich finde, die haben sich so schön an die Bücher gehalten. Außer im dritten und vierten Teil, da driftete das Ganze dann schon ein bisschen ab, aber nicht ganz so extrem. Also man hat die Geschichte vom Buch schon noch wieder erkannt. Und wenn ich gerade so das sehe, habe ich eigentlich mal wieder voll Bock, die Bücher zu lesen. Ach ja, aber sie sind so gut. Und falls ihr Panem noch nicht kennt, lest sie. Ja, dann haben wir hier Wonder Woman, auch von Leyva Dugo.
Und Wonder Woman hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf Batman. Batman kommt im Juni, glaube ich, raus und ist von Mary Lou geschrieben. Und dann Ende des Jahres kommt Catwoman, ist von Sarah J. Maas geschrieben. Und nächstes Frühjahr kommt noch Superman von Matt DellaPena. Den kenne ich persönlich jetzt nicht, den Autor, aber freue ich mich auch schon drauf auf die ganz einzelnen Bücher. Ich finde das halt cool, dass sie sich zusammengetan haben und diese DC-Comics nochmal so als Bücher neu schreiben und die Geschichten halt neu schreiben. Und ja, Wonder Woman hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, mochte ich sehr. Und dann haben wir hier noch Bird and Sword von Amy Harmon. Hier kommt der zweite Teil, also es ist jetzt nicht direkt ein zweiter Teil zu der Geschichte, aber zu dieser Welt und zu den Charakteren, wie das halt so bei anderen Geschichten halt auch so ist. Ihr wisst, was ich meine. Da kommt der zweite Teil auf jeden Fall auch im Juli raus, möchte ich auch auf jeden Fall haben und auch auf jeden Fall lesen. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Denn es geht im zweiten Teil um einen Nebencharakter aus dem ersten Teil und den fand ich sehr interessant und ich bin auf dessen Geschichte sehr, sehr gespannt. Dann auch hier wieder das vorletzte Regalfach. Hier haben wir meine Jennifer Istep-Bücher, also die ersten fünf Bücher der Elemental Assassin-Reihe. Das ist noch in dem alten Format, also mit dem alten Covern. Jetzt sind die ja alle komplett weiß. Also den sechsten habe ich dann auch schon in der neuen Auflage mit den weißen Covern, aber die ersten fünf habe ich halt alle persönlich noch mit diesen alten Covern. Und ja, stört mich jetzt nicht, dass ab dem sechsten das hell ist. Fand ich am Anfang blöd, habe ich mich drüber aufgeregt, aber inzwischen denke ich mir, ach, shit happens. Ich habe die ersten fünf in den schwarzen und dann der Rest ist halt weiß. Egal. Ja, Elemental Assassin-Reihe liebe ich auf jeden Fall total. Ist meine Lieblingsreihe von Jennifer Estep, weil die halt ein bisschen brutaler ist und halt auch ein bisschen mehr was für Erwachsenere. Dann haben wir hier noch Black Blade von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil. Den zweiten und dritten habe ich auch da. Die liegen drüben, die müsste ich mal lesen. Das habe ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall auch noch vorgenommen, diese Reihe zu beenden. Deswegen ist auch hier noch Platz, dass die zwei Bücher da noch hinpassen. Dann haben wir hier die Big Time-Reihe von Jennifer Estep. Das ist der erste Karma Girl. Karma Girl hat mir auch bisher von der kompletten Reihe am besten gefallen. Am schwächsten fand ich den zweiten, Hot Mama. Also die Cover sehen sich jetzt auch alle ähnlich. Also die sehen so ziemlich alle gleich aus. Ist eine nette Reihe über Superhelden, ist jetzt aber nichts, was mich extrem umhaut bei der Reihe. Also wie gesagt, den ersten fand ich noch am besten, den zweiten fand ich am schwächsten bisher und den dritten, ich mochte die Bücher alle drei, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Bücher nicht mag, aber ich finde halt im Vergleich zu Elemental Assassin-Reihe ist die schon ein bisschen schwächer. Loki mal wegräumen. So. Huch. Und dann haben wir hier hinten noch Alice im Zombieland von Gina Showalter. Da hatte ich euch ja in meinem Neuzugänge-Video letztens gezeigt, dass ich den dritten Teil gekauft habe, in der alten Auflage im Prinzip. Und das ist halt die Neuauflage, der erste Teil. Und ich muss sagen, mir gefällt hier diese Neuauflage um einiges besser. Aber naja, gut, wenn es den dritten und vierten nicht in der Neuauflage gibt, dann ist das halt so. Dann muss ich halt die alten Cover kaufen und lesen. Und ja, Alice im Zombieland fand ich richtig cool. Den zweiten Teil. Rückkehr ans Zombieland mochte ich auch sehr. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Art, wie Gina Showalter die Geschichte erzählt hat, sehr. Ist ein bisschen überzogen, übertrieben, auch wieder total kitschig. Und es ist halt so typisches Jugendbuch, total stereotypisch. Aber ich mochte es sehr. So, damit wären wir auch hier beim untersten Regalfach. Hier haben wir zum einen meine Bücher von der lieben Niki. Ach, einmal Noelle und Noelle. Die Geburt und das Erwachen, Teil 1 und 2 und Fuchsreihe 1 bis 9. Ich habe dieses Buch jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe die Bücher alle als E-Books gelesen, deswegen steht es in meinem Gelesenregal. Wenn ich irgendwann mal Lust und Zeit habe, will ich die ersten 9 Teile auf jeden Fall auch nochmal lesen, weil ich immer die unlektorierte Version von Niki gelesen habe, weil ich ja Testleser bin. Und ja, auf jeden Fall, Fuchsreihe mag ich ja total, liebe ich, kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal ein Jugendbuch lesen wollt mit einer anderen High-Fantasy-Welt als die übliche, die ihr so kennt, dann schaut euch auf jeden Fall die Fuchsreihe von Niki an. Ich mag sie sehr. Ja, dann haben wir hier Untot Teil 1 und 2 von Christine McKay. Das ist der erste jetzt, Lauf, solange du noch kannst. Das ist eine total lustige Jugendzombie-Geschichte. Die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht total Spaß, die Geschichte zu lesen. Und ja, ich hoffe, dass hier irgendwann noch mal ein dritter Teil kommt, weil das Ende vom zweiten Teil ist total offen. Und ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal hier ein dritter Teil kommt. Er existiert einfach nicht, der dritte Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass er nicht übersetzt wurde. Er existiert einfach nicht. Dann haben wir hier Vollendet von Neil Schusterman. Das ist der erste Teil, den habe ich ja gelesen. Der ist jetzt im Hardcover. Hier kommen ab Juli kommen die broschierten Bücher raus. Und ich habe den jetzt noch nicht aussortiert.
Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich mit dieser Reihe weiter verfahre. Also ich fand den ersten Teil sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte den zweiten auch auf jeden Fall lesen. Ich weiß nur nicht, wann der zweite mit der broschierten Ausgabe rauskommt. Und wenn ich den zweiten gelesen habe und der mir auch mega gut gefällt, dann werde ich mir den ersten auch noch mal als broschierte Ausgabe holen. Aber wenn der zweite mir dann nicht mehr gefallen sollte und ich aufhören sollte mit der Reihe, dann kaufe ich mir jetzt nicht den ersten nochmal. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr meiner Logik irgendwie was abgewinnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht versteht ihr mich, vielleicht auch nicht. Aber wir Buchnerds sind ja sowieso immer so ein bisschen bekloppt. Ja, dann haben wir hier die The Darkest London-Reihe von Kristen Callihan. Habe ich gelesen, habe ich geliebt. Der erste Teil ist mein absoluter Lieblingsteil. Den zweiten habe ich auch total gefeiert. Der dritte war dann schon im Vergleich zu den ersten beiden ein bisschen schwächer. Aber auch noch richtig toll. Also ich finde alle drei Teile mega gut. Die The Darkest London-Reihe hat im Englischen, glaube ich, inzwischen 6 Teile. Die sind leider dann nicht mehr weiter übersetzt worden, haben sich halt damals nicht so gut verkauft, leider. Aber mit dem dritten Teil ist so ein Stück die Reihe erstmal abgeschlossen. Also es geht in jedem Buch um eine von drei Schwestern. Also die Geschichte von den drei Schwestern ist mit den ersten drei Teilen abgeschlossen. Weshalb es jetzt nicht zwingend notwendig ist, den vierten Teil noch zu lesen. Also man verpasst jetzt nichts, wenn man die ersten drei Teile liest und die anderen sind halt nicht übersetzt worden. Ich finde es halt trotzdem schade, denn in den weiteren Teilen geht es halt um Nebencharaktere, die man halt hier noch so kennenlernt. Und ja, die Geschichten kriegen wir jetzt halt nicht, es sei denn, wir lesen sie in Englisch. Und ihr wisst, ich und Englisch lesen. Oh mein Gott, ich und Englisch lesen. Ja, aber die Darkest London-Reihe habe ich auf jeden Fall gelesen und geliebt. Kann ich euch auch nur empfehlen. Dann haben wir hier jetzt noch die epischste Buchreihe aller Zeiten von Justin Cronin, die Passage-Trilogie. Das ist der dritte Teil, die Spiegelstadt. Ich habe die 2016, glaube ich, gelesen und war mega krass. Also diese Reihe zu lesen war echt eine Herausforderung. Ich habe da auch immer jeden Tag eine 50 Seiten gelesen, weil dieses Buch, du kriegst einfach, also so ging es mir, hätte ich mehr wie 50 Seiten am Tag gelesen, hätte ich einfach nur mega Kopfschmerzen gehabt, weil es passiert so viel auf 50 Seiten in diesem Buch. Da kommen so viele Charaktere drin vor, so viele Plot-Twists, so viele Wendungen. Da geht einfach immer so viel in diesen Büchern, dass ich einfach nach 50 Seiten, mein Kopf war voll. Ich konnte dann nichts mehr verarbeiten. Aber diese Geschichte ist mega gut. Ich liebe, liebe, liebe sie. Das ist die epischste Buchreihe, die ich jemals gelesen haben werde. Also wenn ihr Bock auf so irgendein Fantasy, würde ich ja jetzt bald mal sagen, so Thriller-mäßig habt, dann schaut euch die Passage-Trilogie von Justin Cronin an. I love it. I love it. I love it. I love it. So, ihr Lieben, jetzt bin ich gerade just von der Post unterbrochen worden. Ich war auch, glaube ich, gerade fertig. Ich denke mal, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss mit dem Video und ihr kriegt dann das andere Bücherregal und mein Subregal und die schwebenden Regale in einem nächsten Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und jetzt gehe ich mal Pakete räumen. Bis dann!